Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir starten wieder durch bei Isaac. Wir machen einen normalen Run. Natürlich wieder random. Und gucken, mit wem wir es heute zu tun haben. Mit Lazarus. Lazarus habe ich, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht gespielt. Wir haben eine Pille, Health Up, ja. Das ist geil. Wir haben Verteidigungstränen. Kann man das so nennen? Auf jeden Fall, wenn man uns irgendwie beschießt oder so, wehren quasi unsere Tränen von den Gegnern die Tränen ab. So. Den haben wir. So, habt ihr gesehen? Das war ja. Ach Mann. So. So, ja, und hier diese komischen Fliegen hier, das ist doch auch nicht so wild. Also leicht sind sie, ne? Ja, hier können wir jetzt erstmal nichts machen, aber wir haben drei Steine und ich habe hier drei Bomben und ich habe, oh Mann. So, ja, tut mir leid, ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin gerade erst aufgestanden und da haben wir so gedacht, ach komm, zocke ich mal ein bisschen. Oh, hier, was gibt's denn hier? So. Jawohl. Ja. Jetzt schiebe ich die Bombe hier mit hin, leg da eine Bombe hin und wir kriegen Geld und Bomben und was weiß ich. Ganz, ganz viel bekommen wir. Das heißt, wir haben jetzt schon 15 Münzen. Hätten wir einen Schlüssel, könnten wir 16 Münzen. Könnten wir schon mal in den Shop gehen, aber haben wir nicht. Und wir bekommen hier Monstro. Der alte Monstro. So. Ich finde die Musik in den Räumen immer mega krass. Dieses Dramatische, obwohl es nur Monstro ist, ne? Das kann man machen bei Mutters Fuß oder bei dem Herzen. Aber doch nicht bei Monstro. Ich finde Monstro halt einfach mega gechillt. Aber das Spiel denkt sich so, oh, Boss. Muss ich dramatische Musik machen. Wir bekommen noch Bomben. Jawohl. Und rein in die nächste Ebene. Ja. Und die dramatische Musik geht weiter. Oh, oh, oh. Mann. Okay, bringt nicht immer was. Meine Heiltränen. Aber oft. Jo. Da haben wir einen Schlüssel. Hier haben wir noch ein Feuer, was wir ausmachen können. Und hier haben wir den goldenen Raum. Und wir haben... Sehen wir die Geheimräume jetzt? Müssen wir mal gucken. Ja, wir sehen die Geheimräume. Mega nice. Das heißt, wir brauchen noch nicht mal Bomben verschwenden, um auf gut Glück irgendwie einen Geheimraum zu finden. So. Und wir können auch so in den Shop gehen. Ist ja mal mega nice.
gucken wir mal. Hier haben wir noch ein blaues, holen wir uns. Oh, hier, PhD. Muss ich gucken, ob ich noch genügend Geld zusammenfinde, wenn... Ja, sonst springe ich den hier einfach mal. Nein, gibt natürlich nichts. Aber hier haben wir noch... zwei Münzen. Drei Münzen brauche ich jetzt noch. Dann kriege ich nämlich bessere Pillen. Und nicht mehr diese... Ja... dieses, wo dann meine Tränen so extrem beschissen sind. Aber es klappt sonst auch so. Zum Glück sind meine Tränen gleich wieder normal. Hier haben wir noch einen Geheimraum. Sprengen wir. Ach Mann. Ich habe eigentlich eher gehofft, dass da Münzen rauskommen. Oh, hier. Ein Geheimkeller. Ja, wir können uns PhD holen. So. Bessere Pillen. Telepilz. Okay, was haben wir hier? Balls of Steels benutzen wir natürlich. Und besser. Geht's jetzt auch? Besser geht's jetzt auch. Also, ich bin wach. Ne? Nur noch nicht ganz anwesend. So. Und so. Haben wir hier irgendwo einen Stein? Nein, natürlich nicht. Oh, hier. Legt ganz viele Bomben. Und dann noch mit seiner Super-Attacke. Ah, die Bomben machen ihnen keinen Schaden. Quasi, das ist nicht so wie hier bei diesem Bomberman. Den gibt es ja hier im Spiel auch. Was ist das denn? Ich lasse es lieber. Ich habe Angst. So, und jetzt geht's ab zum Boss. Wo ist denn der? Ganz unten. Mein Gott. So. Gucken, wen wir jetzt bekommen und ob wir einen Devil Deal bekommen. Ich hoffe schon. Wir bekommen Larry Jr. Setze ich da einfach mal das ein. Und ja. Schon mal ein bisschen Arbeit gespart durch unser Büchlein. Jawohl, wir kriegen noch ein Damage und HP ab. Auch nice. Holen uns so ein Ghost Baby. Und hier noch die Kacke kaputt machen. Und dann geht's auch schon rein in die nächste Ebene. Telepilz würde ich mir gerne aufheben für eventuell den Bosswasch, den ich erreichen werde, wenn jetzt alles klappen sollte. Ach ja, warum auch nicht, ne? Weil dann kann ich mir da nämlich noch ein Item mitnehmen und kann mich dann aus dem Raum teleportieren. Mega nice. Ach man. So. Oha. Aber durch die Explosion habe ich zwar auch Schaden genommen, aber ich glaube ein oder zwei andere von diesen komischen Maden hier sind mitverreckt. So. Ja, also solche Räume gehen eigentlich auch noch mega klar. Mann! So. Jawohl, läuft. Wir bräuchten eventuell noch mal ein paar mehr Schlüssel. Denn allein jetzt hier gehen schon 1, 2, 3 Schlüssel weg.
Ach Mann. Aber es lohnt sich wenigstens die Schlüssel. So, wir haben jetzt so ein komisches Geweih. Zählt das als Geweih? Ich weiß es nicht. So, so, so. Und der da oben. Hier bekommen wir schon Schlüssel. Auch geil. Werden die Bomben. Ja, Mann. Boom, 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 boom. Harakiri. So, das klappt doch hier. Wow. So. So, und in Shop gehen wir auch nochmal. Die Broken Watch. Nice. Ja, hatte ich glaube ich aber auch schon mal. Und ich habe einen Geheimraum übersehen. Da. Wow. Hatte ich glaube ich aber auch schon mal die Broken Watch. An die Leute, die es nicht wissen. Es kann sein, dass die Broken Watch die Gegner in manchen Räumen verlangsamt. Kann aber auch sein, dass die mal verschnellert. Ne? Dann gibt es nämlich noch die Heile, also die ganze Uhr. Und da habe ich in jedem Raum diesen Effekt, dass die Gegner langsamer sind. Jedenfalls komplett einschlafen. Quasi, wenn man es so sieht. Mann, jetzt geht doch mal weg hier. Ihr nervt. So, kriegen eine Münze. Was haben wir denn hier? Wollen wir machen? Machen wir. Komm. Ja, das ist nämlich dieser Effekt mit der Broken Watch. Jetzt ist hier nämlich dieser Raum komplett verlangsamt. Das hört man aber auch immer schön an der Musik. Mann. So. Und du auch noch. Und das war's. Und wir kriegen Money. Ja, läuft doch. Ist nice. Gefällt mir. So. Ebene haben wir auch fertig. Jetzt noch eben mal beim Boss reingucken. Gucken, wen wir da haben. Befreien. Okay. So, und jetzt benutze ich nämlich das Buch. Ach, Mann. Ah, wir kriegen jetzt noch ein Baby dazu. Und kein Devil Deal. Mann. Mega. Muss es halt ohne Devil Deal weitergehen. So, wir starten in Richtung nach oben. In Richtung nach oben. Ja. Das macht. Nein! Weil der die Tür aufgesprengt hat. Und ich da durchgegangen bin. Mann. Ich könnte kotzen gerade. So, diese Räume, die großen Räume sind verlangsamt. Also jetzt gerade dieser hier. Finde ich mega nice. Denn die großen Räume, na, bin ich kein Fan von. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob die Bosse auch verlangsamt sein können. Das weiß ich nicht. Och.
Ich hatte mal so viel Leben. Wo sind die alle hin? Boah, aber Damage könnte ich echt gut mal gebrauchen, ne? Mann! Weg! Oh, bin ich ein Trottel. Oh, hier. Was geht denn hier ab? So, was haben wir hier? Anzus, Haarglas, Haarglas, Anzus, Haarglas. Was nehmen wir? Ach komm. Wir nehmen meine Telepilzpille wieder mit. In der Hoffnung, dass ich echt noch den Devil Deal erreiche. Nicht Devil Deal, sondern den Boss Rush. Los, komm. Weg mit euch. Oh, ne, hier gibt es wieder Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Mann. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wie kann man nur so dumm sein? Und einfach mal voll in diese... obwohl, komm. Kann ich einmal verwenden, bringt mir zwar so nichts, weil ich ja schon die Geheimräume alle sehe. So und so und gib ihm hier auch wieder voll mit Spinnen, oder? Ja, hier diese kleinen Spinnen. Und diese explosiven Fliegen, dicken Fliegen. Sind das Fliegen? Ach ja, hier. Deswegen hasse ich Spinnen. Weil die immer diese komischen Nester bauen. So, aber nicht mit mir. Ach, da haben wir einen. So. Power Pill. Können wir für gleich mal gebrauchen. Nehmen wir mit. Holy Mantle. Das heißt, wir haben noch mehr Schutz. Bekommen jetzt nochmal Luck ab. Oh. So. Ja, im Shop können wir gehen. Holen uns das Herz, holen wir uns I Can See Forever. Ja, wow. 5 Münzen quasi verschwendet. Ja, okay, hier brauche ich keinen Power Pill. Power Pill ist hierfür nicht notwendig. Ist ja recht entspannt. So, haben wir. Power Pill ist nämlich das hier. Bim, 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 bim. So. Das ist der sogenannte Power Pill. Finde ich in großen Räumen mega nice. Aber wo habe ich denn jetzt meine andere Pille? Da. Ah, unten habe ich noch einen Raum. Wow. Ja, dann würde ich sagen, ab zum Boss. Und hoffen, dass wir auf dem, oder dass wir in Devil Deal kommen. Oh nein. Hätte ich hier mal Power Pill benutzt. Egal, komm. Benutzen wir das Buch. Oh, okay. Ein bisschen Schaden hat er bekommen. Ah. Ich darf den nur hinten am Arsch treffen. Quasi da, wo es Rosé. Nee, nicht Rosé, aber. Weiß nicht, was ist das für eine Farbe? Hautfarben? Mann. So, gleich bewegt er sich nämlich nur von Ecke zu Ecke. Wow. Jetzt. Das ist immer ein Zeichen, okay, man hat ihn gleich. Mann. Treff mich nicht. Mach mich nicht tot.
Och, Leute. Mann! Los! Jetzt stirb doch mal. Oh, der ist auch so nervig. Der Gegner hier. Ja, haben wir. Nix. Nix bekommen. Heftig. Das ist deprimierend. Das ist so richtig deprimierend. Naja, was soll man machen, ne? So. Ja, können wir uns mal holen. Eine Batterie. Oh. So, und jetzt komm, Dickerchen. Ach, Mann. Ach. Ey, wir hatten gerade noch so viele Leben gehabt, ne? Das ist heftig. Wo sind die alle hin? Ja, und der explodiert nämlich, glaube ich. Ja. Und der andere... Was macht der andere? Oh, gibt mir Fliegen. Aha. So, was haben wir hier? Eine Pille. I can see forever. Oh, wow. So. Hier ist auch wieder verlangsamt. Der ist verlangsamt. Wow, Alter, fast übersehen hier. Dann ist hier... Da ist noch einer. Ja, haben wir gemacht. Und jetzt auch. Na, 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 na. Boah, kennt ihr das, wenn ihr einfach vom Vorabend noch einen Ohrwurm habt und der euch die ganze Zeit gerade durch den Kopf geht, ihr aber keine Zeit habt, das zu summen? Mega anstrengend. Das ist echt mega anstrengend. Schlimmer wie Kopfschmerzen, echt. So. Ich würde sagen, wir bräuchten mal ein paar mehr Leben, oder? So für die Sicherheit. Allein nur für die Sicherheit. Das wäre schon nice. So, und rennen hier. Was haben wir hier? Teleport 2.0. Nein, wir haben eine Telepilzpille. Das heißt, wir brauchen kein extra Item dafür. Wah. 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 So, zwei sind tot, drei sind tot und alle sind tot. Oh, hier haben wir unsere Architekten wieder, ne? Ach, komm mal, das ist mir hier zu anstrengend. Mit den komischen. Oh, okay, hat jetzt nicht sehr viel gebracht, aber wir haben wieder eine Leiter nach unten. Los. Und du auch. Oh Mann. So, ich hoffe, hier gibt es was Schönes. Oh. Okay, man hört es auch schon an der Musik. Die wurden schneller, ne? Was haben wir hier? Nee, Alter. Mach mich nicht verrückt. Leute. Warum? Powerpill. Help up. Help up. Warum? Warum kriege ich denn jetzt solche beschissenen Tränen, Alter? Womit habe ich das verdient? Das kann doch hier nichts mehr werden, Alter. Das ist... Mann. Ja, zum Glück schießen meine Buddies noch nach vorne. Aber trotzdem.
Also jetzt weiß ich wenigstens, dass ich das Item nie wieder mit aufsammeln werde. Denn das ist Schmutz. Das ist echt Schmutz. Ha, 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 ha. Alle weg mit euch hier. Das ist quasi jetzt hier... Ach, wie heißt die Pille noch? Was... Ach, die Pille hatte ich doch heute auch schon gehabt. Ja, ziemlich weit am Anfang. Los. Mach was. Mach doch mal was. Und jetzt hochschrauben. Mann. Und hoch. Geh hoch. Mann. Warum klappt das mit meinen Bomben nicht? Doch, geht doch. Mein Gott. Ne, ich guck erst mal in den Shop. Ja, wow. Gibt's jetzt auch nix. Oh, hier. Ein Herzchen. Noch ein Herzchen. Was ist das denn hier? Kenn ich das? Oh, natürlich gibt's nur Spinnen. Springe ich das hier mal weg. Und es gibt keine Münzen. Na dann. Aber wir haben noch einen Raum übersehen. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Da. Achso. Einfach so ein unnötiger Raum. Aber da hinten. Und... Oh. Ja, genau. Alter. In so einem kleinen Raum. Und dann noch ohne Damage. Ich könnte kotzen. Aber wir bekommen Herzen und wir sind mit Herzen auch erstmal wieder voll. Das ist doch Kacke. Das ist richtig Abfuck. Jetzt fehlen mir noch 4 Münzen für ein neues Item, was ich noch gar nicht kenne. Und wir bekommen Loki. Bum, bum, bum. Ja, Hälfte am Leben ist, hat er schon weg. Oh. Das wird gefährlich. Na, Mann. Ich bin... Oh. Überfordert. Überfordert. Ich bin überfordert. Warum musste ich das fucking Item nur aufnehmen? Warum habe ich gedacht, oh geil, könnte ja was Cooles sein. Nein, nicht alles ist cool. Jetzt habe ich den Salat hier. So, läuft, Alter, Range ab. Mein Gott. Bringt mir auch nichts. So, ich glaube, wir sind jetzt bei Mutter, ne? Bei Mutters Fuß. Oh, wow. Ah, Mann. Oh, hier. Joker benutzen wir mal. Wow, 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 wow. Komm mal, ich nehme extra Schaden. Also, ja, nehme ich ja gar nicht. Und jetzt zieht euch da rein. Boom. Mashallah. So. Ja, okay. Ja, das ist auch mit Brimstone extrem beschissen. Boah. Vor allem dann, wenn man noch nicht mal Damage macht, ist es sehr, sehr kacke. So, was haben wir denn hier so? Hier haben wir sowas. Aber sowas können wir ja ganz schnell wegmachen.
So was, ne? Und dann hier so. Ne, warte, so. Oh, endlich mal hier was so was halbwegs Vernünftiges. Mann. So, haben wir geschafft. Oh, da haben wir eine Kiste. Gucken wir doch mal, was das hier so bringt. Nix. Okay. So, und ja. Nice. Richtig nice. Hier haben wir noch einen Geheimraum vergessen oder übersehen. Was haben wir hier? I can see forever. Power Pill. Help up. Nehmen wir Power Pill mit, ne? Das ist Power Pill. So. Machen wir unser Herz noch einmal voll. Oder unsere Herzcontainer. Wow, 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 wow. Ruhig bleiben. So. Jetzt macht der Run auch wieder Spaß. Den füttern wir einmal mit einer Bombe. Oh, hier ist ein Stein. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. So, so. Was gibt's hier? Ach, diese Dinger. Ja. Das war jetzt leicht. Das war auch relativ leicht. Na, ich kriege doch noch irgendwie Hoffnung in diesem Run. Irgendwie klappt es, glaube ich, doch noch. Na, aber diese kleinen Räume sind jetzt hier beschissen für diesen dreckigen Schuss, den ich habe. So, na, Herzchen bräune ich. Gucken, was hier unten geht. Da haben wir sowas. Und jawohl. Ja, okay. Können wir nicht rein. Ja. So. Oh, weg mit euch. Weg mit euch. Ja, ich mag den Run mittlerweile. Ich finde den gerade recht nice. Und du auch. Und ihr beiden Turteltäubchen. So, wir gucken hier mal rein. Oh, nice. Nehmen wir das mal mit. Oh, nein. Machen wir nicht so. Machen wir so. Mega nice. Ja, der Run kann noch gut werden. Was ist das denn hier? Fear Shot? Ah, okay. Merkt man, glaube ich, bei mir jetzt sowieso nicht mehr. Och, aber schneller bin ich geworden, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Weil ich hier durchheizen kann. Also nicht. So, ab zum Boss. Nee, warte mal. In Shop können wir noch. Achso, stimmt, da war ja nichts. Aha. Okay, dann geht's zu Mom. Wir nutzen hier den Power Pill. Hä? Warum macht er denn gar keinen Schaden? Warum macht er keinen Schaden? Hallo? Und warum mache ich kaum Schaden? Finde ich nicht nett. Mann. Los, kommt raus. Da ist er. Und da ist er nochmal. Aha. Ast rein. So. Kommt her. Wahahaha. K.
Krieg noch ein Herz und was haben wir hier? Ach ja, stimmt. Nehmen wir das auch einmal mit. Dann habe ich es wenigstens, ne? So, und weiter geht's in die Womb-Ebene. Quasi in die Gebärmutter der Mutter. Ne? Hört sich irgendwie ekelig an. Ist es auch gedanklich irgendwie, aber vom Spiel hier ist es ganz normal. Ne? So. Aha. Jawoll, Alter. Weg mit euch. So, was haben wir hier? Oh, Alter, was kam denn von da? Achso, dieses Ding hier. Ja, lebt ja auch nicht mehr lange, ne? Oh, 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 oh. Hoppala. Mann. Oh, jetzt gehe ich Schuck auf. So, nein, nehme ich nicht mit. Das ist Unfug. Oh, aber wir können das hier und okay, bringt nichts. Aha. Oh, was ist nice, richtig nice. Freunde, das behalte ich. Das behalte ich safe. Das ist eine geile Kombo. Guckt euch das mal an. Ach so, geht jetzt gerade nicht. Weil ich das gerade schon mal benutzt habe. Tammy's Head, Alter. Und das mit Brimstone. Oh, richtig Zucker. Guckt euch das jetzt gleich an. Guckt euch das an. Und... Nice, Mann. Freunde, wir haben das Spiel gewonnen. Also diesen Run. Das ist einfach so ober crazy hier gerade. Okay, kriegen nicht alles tot, aber vieles. So. Weg. Aber da hinten, ne? Da haben wir in Deutsch wieder. Zwei Pillen. Luck up benutzen wir. Ich finde das immer so witzig, wie sich das Spiel selber ein Messer in den Rücken sticht. So, scheiße angefangen der Run. Ne, eigentlich recht gut angefangen. Dann wurde er scheiße. Jetzt ist er wieder richtig geil. Ja, das war jetzt auch kein sehr großes Problem. Ich glaube, die Ebene haben wir jetzt schon, ne? Das heißt, wir können ganz entspannt mal Richtung Boss laufen. Hoppala. Und gucken, was hier so gibt. Wohaha. Ah, okay. Das Schwänzchen muss rausgucken, ne? Ja, genau, so wie jetzt. Okay. Wird ein bisschen länger dauern hier, der Gegner. Oh, Junge, mach doch mal was. So. Ich glaube, ich kann den auch echt nur am Schwanz treffen, oder? Na, Mann. Ja, also am Köpfchen nimmt er keinen Schaden. Aber jetzt hier wieder. Boah, oh. Ein Viertel Leben hat er noch. Und es wird jedes Mal weniger. Och, Mann.
Los. Ich will weiterkommen. Los. Lalalala. Guck mal, vor die Pirouette, ne? Lalalala. Bah, Alter. Ich brauchte, glaube ich, noch nie so lange für irgendeinen Gast. Für irgendeinen Gegner. Mein Gott. Jetzt aber, los, komm. Ach. Unnötig. Mann, los. Ja, wir haben es. Wir haben es. Wir bekommen nochmal Damage. Das ist geil. Und rein in die nächste Ebene. Vermutlich auch schon in die letzte Ebene. So. Was haben wir hier? Wir haben hier sowas. Aber gucken wir doch einfach mal. So. Können wir uns mal ein bisschen voll machen hier mit den Sachen. Wow, wow, wow. Ja, hat geklappt. Und das hat auch geklappt. So. Und ja, Dinge ist natürlich auch kein Problem mehr. Unser Oberkackhaufen hier. Oh, hier. Der will noch nicht sterben. Wird aber gleich. Weil er nicht hier leben darf. So. Achso. Aha. So. Jetzt klappt das. Oh. So. Ja, das wird hier was. Das wird so nice werden. Nein, Mann. So, wen haben wir hier? Monster Dings Herz. Ja, Alter. Wer sagt denn, dass das ein scheiß Run war? Ne? Ja. Also ich fand den Run mega nice. Und ja, wenn, oh, wir haben sogar Sachen freigeschaltet, eine Sache freigeschaltet, na denn, jetzt können wir aber auch sehen, dass wir mit Lazarus das Herz geschafft haben, ne? Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es mir wissen, indem ihr dieses Video liked, von mir aus auch ein Dislike gibt. Da möchte ich aber auch bitte einen Verbesserungsvorschlag in den Kommentaren haben. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Reinschauen. Ciao.